Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Bye-o! Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Kirby und das vergessene Land. Ja, ich habe hier Oskid schon gesehen, dass man hier was suchen kann. Als ich hier einmal drüber gehabert bin, Hebebühnenstopfer, Schatz. Okay, das ist bestimmt auch ein Punkt zum Suchen. Okay, doch nicht. Ja. Hier sind so manche Punkte, bei denen ich sagen würde, die sind höchst verdächtig. Aber das Spiel denkt sich, nein, sind sie nicht. Zumindest diese verdächtigen Punkte, sagt das Spiel, da hast du recht. Okay, da vorne ist schon ein Boss. Das hier ist 100 pro was. Guck mal, haben wir doch direkt die nächsten zwei Straßen der Schätze für gleich entdeckt, beziehungsweise für Ende Video. Ja, ich mach die immer am Ende. Heute geht's zum Umbrella Center, und zwar den Mitarbeiterbereich. Und ich habe auch direkt das Sägezahn natürlich hier ausgerüstet, damit das ein bisschen zum Einsatz kommt. Ich finde die Fähigkeit ist immer noch ein bisschen mega krass. Also allein, dass die halt abprallen kann. Ich habe auch schon mittlerweile einen Weg gefunden, wie man das effektiv nutzen kann mit dem Aufgeladenen. Aufladen und hinter eine Wand stellen. Dann fliegt das wenigstens aufgeladen wieder zurück. Da war bestimmt schon irgendwo was versteckt, das ich nicht sehen konnte. Die Fähigkeit ist ja mega stark. Können ja gar nichts mehr machen. Guck mal, sogar im nächsten Bereich sind die jetzt schon weg. Die ultimative Fähigkeit? Hm? Wahrscheinlich hier ein Nickerchen machen, stimmt's? Oh, Geister. Ich habe das Geistergeld gefunden. Got it? Okay, da komme ich nicht hoch. Eventuell von hier? Lass mich da hoch! War doch nur neugierig. Das kam nicht mal lebend unten an. Also dieses Sägeblatt ist ja irre heftig. Also die Kleinen reckt das einfach nur weg. Oh, wieder Kegelstopfer. Ich wollte erst Eisstopfer sagen, aber das wäre lächerlich. Ich soll drei Sorten von Eiscreme probieren, da bin ich immer dabei. Ein Moment. Die weg. Bestimmt irgendwas im vorherigen Bereich. So, Leute, ich habe mal eben kurz im vorherigen Bereich geguckt, da war nichts. Aber hier sind ein paar Füchslein, die ich aufpieksen kann. Da passe ich doch bestimmt durch. Ich habe die perfekte Form. Ich sag doch, die ist heftig, die Fähigkeit. Ah, ich brauche irgendeinen Kugelstopfer. Ich bin runtergefallen. Hallo, Pac-Man. Easy peasy. Nee, ich brauche die Bomben. Alter! Habt ihr gesehen, wie es gerade in der Wand da alles zerlegt hat? Ah, der Ringstopfer wird da gebraucht. Einen Moment, bevor ich damit dahin gehe. Eventuell wird der hier auch gebraucht. So oder so kann ich die Viecher mal eben kurz wegpusten.
Wird hier ein Ring gebraucht? Hier ist auf jeden Fall Popcorn. Von hier aus komme ich da runter. Ich gehe mal zurück und nutze jetzt den Kegelstopfer. Den Ringstopfer für die eine Wand. So. Oh, hi. Tschüss. Das Runde muss in das Loch. Wurde gerettet. Einer von fünf. Nur noch vier weitere zu retten. So. Als nächstes holen wir uns den Stopfer da unten. Easy. Dich brauche ich nicht. Ich habe die Kreissäge. Ich komme hier bestimmt auch irgendwie wieder hoch. Hier natürlich mitnehmen. Okay, gibt ja nur einen Weg, ne? Und rein damit. Ein cooles Konzept. Dass ich mir die Stopfer in die Wand stecken muss. Und tschüss. Also in engen Räumen ist das, was ich hier jetzt seit der letzten Folge neu habe, ja mega OP. Beispielsweise hier ist ja eine Endlosschleife. Wenn man etwas braucht, dann kommt es eben tausendmal. Okay, hier ist ein geheimes Level und das Ding will sogar, dass ich mit den Kreissägen arbeite. Oh, der Schnitt ist auch richtig cool. Einfach zerlegt. Ja, mit Bumerang zu besiegen, das war nicht schwer. Wenn man das Sägeblatt hat. So, komm runter, Waddle. Sägeblatt kann ich gleich auch schon wieder mitnehmen. Obwohl, ich kann mit dem Hammer weitermachen. Oder? Überlege ich gerade. Weder Hammerblaupause. Oh. Neuer Hammer. Jetzt werden die mir aber auch hinterhergeworfen, die Fähigkeiten mittlerweile. Zwei noch. Ich habe noch keine der Fähigkeiten. Ach. Keine Herausforderungen wirklich gefunden. Also. Hier bräuchte ich den Ringstopfer. Eventuell kann man die Uhr da nochmal runter bekommen. Weg mit dir. Ich brauche einen Ringstopfer. Ich scheine nochmal einen zu kriegen, weil da hinten muss auch nochmal was Rundes. Oder man muss den von Anfang an nochmal hier durchbringen. Kann natürlich auch sein. Ich gehe mal gucken. Oder auch nicht, weil hier ein geheimer Gang ist. Mit Eis. Oh, ich brauche hier den Hammer. Ich mache ein Schnickerchen in der Lounge. Fällt schon keinem auf. So, ich habe mir jetzt eben kurz den Hammer geholt, weil ich hau bestimmt hier die Uhr raus. Jawohl. Ich die Uhr brauche, aber obvious. Das war wirklich leicht zu sehen.
Und wieder was gefunden. So, wen habe ich gerettet? Ein Waddle. Ein Waddle ist dies. Und wieder bestimmt irgendwo was übersehen. Haut ab. Ich sagte tschüss. Wenn der Hammerdude wiederkommt, dann brauche ich ihn. So, hier habe ich nochmal weggepustet. Weg mit dir. Da unten ist bestimmt nichts. Erst gucken, ob ich den hier hinten nochmal brauche. Schließe den mal hier ab. Der ist auf jeden Fall ein Kegelstopfer. Ich will zwar Eis, aber nicht das Eis. Ist ja ekelhaft, hier rüber zu kommen. Ich gucke jetzt erstmal hier. Okay, hier oben muss der Kegelstopfer hin. Ich gucke aber erstmal, ob ich ihn da vorne eventuell nochmal brauche. Lass den mal hier liegen. Dann tue ich jetzt erstmal den Ringstopfer hier rein. Okay. Da fülle ich mich mit Wasser. Irgendwie muss ich ja zur Kugel werden. So, und das kommt da rein. Ja, Waddle. Ich habe Waddle die gerettet. Gebt mir all euer Essen. Das ist für mich. Okay, den Kegelstopf wahrscheinlich hier nicht zu brauchen. Dann kann ich den ja da hinten reintun. Ich habe immer noch das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Wahrscheinlich direkt zum Start. Wie ich mich kenne. Ich habe in den Kommentaren sogar gelesen, dass ich manchmal blind bin. Oh, ich habe mal alles hinbekommen in einem Level. Alle Löcher einfach nutzen, okay. Na gut, hätte man sich denken können, wenn es schon die ganze Zeit solche Lochaktionen gibt. Ah, den Geistgauder habe ich jetzt neu. Oh, den Graber, den finde ich cool. Das ist ein cooler neuer Gegner. Ich hätte am liebsten auch so einen Grabe-Boss gehabt. Anstatt so Remakes von alten. Abgesehen vom ersten. Der war ja ein recht neuer. Okay, da hat sich jetzt nochmal was aufgetan und da hat sich nochmal was aufgetan. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal hier in der Oase. Da muss ich nämlich mit dem Wasserballon, Schatz. Wassermatch, eine rutschige Geschichte. Ah, ich sehe schon, wie das funktionieren soll. Ich muss zielen. Ich hole mir mal eben kurz neu hier Wasser. Passt schon. Fragt nicht. Okay, ich brauche Wasser, um da durchzukommen. Einfach neu gefüllt. Ich muss jetzt nicht extra füllen, ich habe noch Wasser.
Es reicht, um durchzukommen. Ich glaube, das kriege ich mit der Zeit nicht hin. Nee, so knapp wie das ist, niemals. So 20 Sekunden zu langsam. Boah, das ist eine richtig schwere Herausforderung. Daran werde ich mir die Zähne wahrscheinlich ausbeißen. So. Jetzt haben wir hier neues Entdeckerschatz. Gerne. Drehen und anvisieren. Ich muss die Knöpfe abschießen. Ich ignoriere die Gegner mal. Oder verwechsel ich hier irgendwas? So. Ah, jetzt muss ich mit Visieren arbeiten. Geht aus dem Weg. Ihr versperrt einen wichtigen Gang. Okay, einer fehlt noch. Und zwar wahrscheinlich hier auf der Seite. Ich suche mir jetzt keinen Weg drumherum. Ich fliege hier einfach rüber. Ja, ein kleines bisschen zu langsam, weil ich ein paar Mal getroffen wurde. Ein bisschen schade. Aber kann man nichts gegen machen. Ne? So, dann holen wir uns noch den neuen Hammer. So, ich bin schon gespannt auf den wilden Hammer. Wie krass der Hammer wird. Ist doch jetzt eigentlich schon mega stark. Wie stark ist dann die dritte Version? Um Gottes Willen, dieser Power ohne Ende, aber ist langsam. Das sieht krass aus. Ah, der schlägt langsam zu. Jetzt kann der Hammer den. Steht da nicht bei ihm. Hier? Der kann Böden aufbrechen. Aber wahrscheinlich kann man ihn nutzen, falls man gerade den Kegelstopfer nicht hat. Ist ein bisschen praktisch. Aber das kriege ich eigentlich auch ohne den Stopfer dann gebacken. Also ist jetzt nicht unbedingt eine hammerartig gute Aufbesserung. Aber ich würde sagen, hier war es das dann jetzt für heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!